Die Frage ist, wenn man jetzt ein Knie hat, was jetzt noch nicht operiert ist, aber das ist anfällig, da ist die Gelenkflüssigkeit zu wenig und da sollte man nicht so belasten. Man möchte aber trotzdem jetzt im Krafttrainingbereich, also trainieren und Muskel aufbauen, und da geht es um diese Kniebeugen. Und der, also die Beweglichkeit, das ist speziell jetzt auf einen Mann bezogen, der kommt mit den Knien über die Zehenspitzen. Wie sehr ist da die Belastung auf dieses eine Knie, was eh schon ein bisschen schwächer ist? Sollte man das dann trotzdem machen? Ist das wirklich, weil es ist generell nicht unbedenklich. Also es ist ja, manche kommen ja mit den Knien über die Zehenspitzen, das ist ja in der Regel kein Problem. Aber jetzt in dem speziellen Fall, wie ist das da dann? Genau, also du sprichst gerade schon was Richtiges an. Ja? Manche kommen mit den Knien über die Fußspitzen, das ist kein Problem. Und es ist auch in diesem Fall kein Problem. Ja, weil nur weil das Knie über die Fußspitze geht, heißt es nicht, dass es irgendwie schlechter ist fürs Knie oder dass man sich dadurch das Knie kaputt macht oder dass man dadurch ein anfälliges Knie weiter verletzen kann oder sowas. Okay, ja. Also, genau, es kommt halt immer bei einer Kniebeuge, ob diese Frage mit Knie und Fußspitze, hat halt immer sehr viele Einflussfaktoren. Ne? Wie ist mein Oberkörperwinkel, vor allem wie ist auch meine Anthropometrie, also wie ist meine, das unterschiedliche Längenverhältnis der unterschiedlichen Gliedmaßen, ja, wie lang ist mein Unterschenkel, Oberschenkel, Oberkörper, ja, mache ich eine High Bar, mache ich eine Low Bar Kniebeuge, ne? Zum Beispiel, ich kann auch keine Kniebeuge machen und nicht meine Knie nach vorne rausschieben, ja, aber das ist halt eine gute Kniebeuge trotzdem. Ja. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ja, sieht super aus, ja, aber ich bin natürlich halt auch drüber, weil ich auch einfach langen Oberschenkel habe zum Beispiel. Ne? So, das heißt, das einmal, ja, das heißt, es ist halt gar nicht schlimm, wenn er das trotzdem macht. Ja. Die zweite Sache, die damit einhergeht, ist so ein bisschen dieses Thema, okay, weniger Gelenkflüssigkeit, ist da irgendwie Vorstadium von Arthrose oder nicht oder sowas, aber könnte eventuell sein, aber selbst wenn, ist es auch nicht schlimm, weil selbst wenn man jetzt im MRT feststellt, okay, das ist ein Vorstadium von Arthrose, ist es auch nicht schlimm, weil das MRT-Bild sagt nichts über den Schmerz aus. Also generell müsst ihr euch mal vorstellen, dass ein MRT-Bild, ja, oder dass es generell eigentlich in der modernen Schmerztherapie nicht mehr, gar nicht mehr diese MRT-Bilder gebraucht werden. Die Menschen tendieren und neigen halt dazu, also wenn irgendwas wehtut, dann müssen wir eine Erklärung dafür haben. So, ne? Ah, ich habe Knieschmerzen, aber was ist es? Ah, ich gehe ins MRT. Ah, ich habe Arthrose. Ah, habe ich es ja gewusst. Ne? Oh nee, jetzt habe ich Arthrose. Jetzt habe ich eine Krankheit. Ah nee, da kann ich ja nichts gegen machen. Ne? Und das ist genau das Falsche, was damit einhergeht. Ja? Und man sollte einfach weiter, also was man weiß, was gegen Knieschmerzen hilft oder was auch bei Arthrose hilft, ja, ist einfach halt Training, Bewegung. Ja? Natürlich spielt auch eine Ernährung eine gewisse Rolle dabei. Ja? Aber einfach trotzdem weiter trainieren sozusagen. Ja? Und halt einfach so, wie es der Person gut tut. Und auch wenn jetzt mal ein gewisser Schmerz da ist im Knie, nicht sofort aufhören. Das ist auch ein Fehler, den oft halt viele machen, dass sie sofort, also dass man als Trainer vermittelt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wir müssen jetzt aufpassen, ne, weil du hast schon eine diagnostizierte Arthrose, oh mein Gott, ja, jetzt müssen wir besonders aufpassen und dann legst du ja schon den Fokus sozusagen auf diesen Schmerz und ich spüre, okay, merke ich was, ah, da merke ich was, ach nee, jetzt höre ich auf. Ne, und das ist genau das Falsche, ne, sondern man sollte den Kunden eher beruhigen, ja, sagen, schau mal her, ne, Arthrose ist ein häufiges Krankheitsbild, viele Menschen haben Arthrose, deine Arthrose hat aber nichts damit zu tun, wie viel Schmerzen du hast. Also es gibt zum Beispiel Leute, die haben im MRT Stadium 4 Arthrose und die haben keine Schmerzen. Es gibt Leute, die haben Stadium 1, die haben Schmerzen. Ne, also es hängt nicht miteinander zusammen, ne, und wir schauen uns einfach mal, was geht im Training. Wenn es mal ein bisschen wehtut, ist auch nicht schlimm. Das ist manchmal so ein bisschen Teil des Trainings. Ja. Wenn du auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 über einer 5 bist, ja, dann sollten wir die Übung anpassen. Aber wenn jetzt so ein leichtes Schmerz so vorhanden ist, ist es nicht schlimm und es wird sich auch mit der Zeit bessern. Ja. Und so gibst du dem Kunden halt ein gutes Gefühl. Ja. Sagst ihm, dass dieser Schmerz nicht schlimm ist und er führt das Training durch, was ihm immer langfristig hilft, diesen Schmerz zu beseitigen. Ja. In dem Fall ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, diese Oberschenkelmuskulatur aufzubauen, damit das Knie entlastet wird. Ne? Das ist jetzt genau. In dem Fall dann eigentlich an sich, okay, ja, dann passt. Genau, Das heißt, es wäre super, zum Beispiel Kniebeugen durchzuführen bei dem Thema. Mhm. Ne? Wäre super, Hip Thrust könnte man vielleicht auch machen, ja? Oder Kreuzheben oder dann auch Isolationsübungen, Ab- und Adduktoren.
Beinstrecker beim Beuger, je nachdem, was möglich ist. Ne? Man kann auch ein bisschen koordinativ arbeiten, ne? Irgendwie Flieger machen oder sowas. Ja? Oder gibt es auch ganz viele Sachen, die wir in der medizinischen Trainerlizenz zeigen, die man da machen kann. Ja? Aber darum geht es halt, dass die Leute aktiv bleiben, dass sie sich bewegen, dass sie Muskulatur aufbauen und dass wir ihnen die Angst vor Bewegung und die Angst vor den Schmerzen nehmen. Und ihnen zeigen, dass MRT-Bild und Scan nicht immer gleich bedeutet, jetzt ist es vorbei, du darfst nichts mehr machen und es ist aus und Schaden und es ist irreparabel. Dazu noch Folgefragen? Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe 3 Kreuzbandrisse links. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist Inaktivität. Und wie gesagt, ich spiele leistungsbezogen Tennis und habe jahrelang Fußball leistungsbezogen gespielt. Und das Schlimmste, was du den Leuten raten kannst, ist nichts mehr zu machen. Wichtig ist vielleicht immer mal Rad zu fahren, was halt ein bisschen entlastet, aber trotzdem die Muskulatur aufbaut. Genau. Also das, was er sagt mit der Aktivität, das ist einfach die Formel dafür. Ja, also ich habe genau die gleichen Erfahrungen und bin da gezwungenermaßen Profi geworden.